Haltest du anderen Leuten die Schulter ab? sie bearbeitet gerade ein Bild und hat dann bei einem ihrer Charaktere die Schulter abgeschnitten. Also 1904, ne? Spival. Ja. Ah. Also gar nicht mehr. Passt so schon. Da haben wir es schon. Ja. Oh. Ja, Full Cleave hier. Gib ihm. Ja. Das Mistweaver Monk, das ist ein Ray of the Great Monk, by the way. Ja, wahrscheinlich. Wir müssen im Endeffekt nur den ersten Go von denen überleben. Dann wissen die meisten Walking Dead auf dem Rating schon nicht mehr, was sie machen wollen. Okay, hey, scheiße! Was rausgeht. Also, scheiße, Heiler verkackt, ist nicht tot. Wir machen dann folgendes: Wir ziehen direkt und du krippst den Heiler rein. Fertig. Ja. Wenn immer irgendwas da ist. Okay. Also, ich würde sogar vorschlagen, dass wir das erste Go machen. Ja, hab ich ja gesagt. Also, was stunst du? Was stunst du? Ich stunne was anderes. Heiler dann. Patrick, okay. Komm her, Patrick, es bringt ja nichts. Na. DK ist erstmal. So, komm. Rip. Ist im Stun. Ist raus. Ist dein Drinker zurück? Das fällt. Icebound. Okay, DK wieder. Wall ist up. Ich MC DK. MC DK. Game on. Okay, bin dran. Dann den Heiler in 4 wieder grippen. Ja, Stun ist noch nicht bereit. DK wieder? Ja. Der hat keine Deathmelder, DK. Aus das Winter. Ja, ich bin bereit, komm, kannst grippen. Grip, bis dann. Oh, Lex, hat er nächstlich gemisst auf mich? Hat er gemisst? Hat alles gemisst, alle auf mir? Ich raid dich hier, ich raid dich. Okay, DK wieder? Er hat meinen Regal Darkstim. Ich bin capped, ja? Okay, gut. Into leg sweep. Kannst du mich kriegen? Die machen jetzt ein Go auf mir. Bob mich insta, okay? Warte. Komm, Monk. Na, geht nicht. Kannst du wieder grippen? Ist ready. Ja, grip ihn. Okay. Jetzt. Hab ihn. Ah, Big Damage auf dir, Patrick. Maybe. Ja. Nein, ist noch nicht wohl. Ist noch nicht. Monk. Er hat in 2 Sekunden auch wieder einen Grip. Touch of Karma. DK. Zieh das. Full MC. Kicks. Bin capped. Kannst grippen? Ja, grip. Alter, der ging ins Leere. Ja, ich hab's gesehen. Das fällt dich. Ah, ich hab Scheiße. Ah. Ich raid dich hier, okay? Er trinkt. Hat wieder sein Deckflip. Monk, der hat nichts. Der ja. Kann die... Er hat mich gekickt, Ich hab Trouble, maybe. Er hat kein Karma, ne? Ja, deswegen, ja. Warte, ich stand beide. Was Freedom? Ich heile dich mit. Ah, ich bin paralysiert, ich heile jeder. Ah, fuck, ich hab's mit abgekriegt. Komm, ich wings hier, hab alles drauf. Ich hab nix für dich. Scheiße. Auch nicht, komplett gerootet die ganze Zeit. Monk dann? Komm, Heiler, hier, Monk. Der hat kein Karma. Ja, deswegen ja. Ich heil noch mit hier. Also tot. So. Habt ihr das noch? Und Dick? Nee, DK, keine Wall, nichts Wall mehr. Ist ab. Er hat keine Wall. Der stirbt. Habt ihr noch einen Stun für einen Healer? Dann stirbt Noch nicht. Du hast noch Bubble, ne? Ja. Ja. Wir müssen. Warte. Shield of Vengeance. Boah, jetzt hat er alles gezogen. Icebound und Shell. Adeline. Ah, ich werde sterben. Scheiße.
Transfer. War die Bob vorhin wirklich notwendig? Ja. Okay, also, weil ich habe jetzt immer noch jetzt gerade mal 50 Sekunden. Weil wäre das, hätten wir die Bob da nicht gehabt, hätten wir das, was jetzt gerade zuletzt passiert ist, wäre dann da passiert. Boah. Ich hätte Global Cooldown, sonst hätte ich noch den, okay, den Dings, den letzten Leg Sweep, der eine Sekunde war oder so, hätte ich dann noch Holy Warden können, aber Global Cooldown. Aber das ist halt das Priester. Priester ist gut gegen alles Ele, Boomy, Shadow Priest, Warlock und sowas. Also, aber so gegen Melee mit extremem Single-Target-Damage ist Holy Priest nicht so gut. Ja gut, das machen die ja dann dezent. Ja, das Problem ist halt, wir haben halt, du musst dir mal überlegen, du machst einen Fehler und dann ist Chris halt gegen die tot, ne? Liebe ich auch wieder. Ich spiele hier ohne Mobility. Okay. Keine Mobility. Wenn ich dann eine Erneuerung auf mir habe, kriege ich 10% weniger Damage. Also insgesamt sind es dann 40% weniger Damage. Hätte ich auch gerade in dem Match spielen müssen. Wir gehen auf den Red. Wir gehen direkt drauf. Du kannst einen Pally rein, kannst einen Pally reinkrimmen und dann gehen wir auf den Pally. Ich mach dann Single Target, kein AE. Ich denke mal, er wird, wenn er clever ist, der Demon Hunter, wird er meinen Holy Ward einfach weg incappen. Und dann so, dass der Red einen Full Stun auf mich hat. So, fertig. Okay. Ich bin am Red. Chaos Nova. Kannst du einen Crippen? Ja. Hat's meinen. Oh nein, Scheiße. Okay, wir so ein Red. Alte gehotcht, oder was? Ich bin voll am Red. Stun weiter. Ali. Temple Hot. Hotch, kannst du mich kriegen? Hab dich. 3 Sekunden. Imprison Short. Ja. Shield ist up. Wall ist up. Ich hab da ready. Rip. Ja, Moment. 2, 1. Bin gestunt. Voll. Hab ihn. Ich cast auf dich. Den Line hat. Ja. Ja, ist fein. Mal red. Immer weg so. Eins Finger bottom. Back. Beide. Und dann. Ah nein, jetzt hab ich ihn sieben verfehlt. Fuck. Wall ist up. Ich guarde nicht hier. Falle ich das dann? Rip ihn rein. Ja. Lass mich jetzt nicht cast auf dich. Ah, im Prison. Beides, einer ist schon tot. Nächstes Down. Na? Das war Double Bubble, hä? Huh? Ja, das war echt gleich, fast gleichzeitig. Und Double Dispel. Das ist so unglaublich mies. Ah, ja, das war echt gut. Ach, ich hab den. Der erste Hotshot ging scheiße daneben. Ich hab falsch das gedrückt, da hab ich den Demon Hunter rausgestunt. Ne, den Retri. Aus der Retri. Ja, ist trotzdem scheiße. Was dann, oh scheiße, Retri. Ja, stimmt. Scheiße. Das hat aber da schon Wings und so gekostet in dem Moment. Also selbst als dass du gefailt hast, hat es halt schon einen dicken CD gekostet vom Pally. Wings und den ersten habe ich noch gekickt, den ersten Cast in den Wings. Achso, vom Holy meinst du? Ja. Ja gut, das hätte er wahrscheinlich so oder so gezogen. Weil genau als wenn er gegrippt wird, was ja passiert, muss er ja vorbereitet sein. Ja gut, das schafft er dann halt auch nicht, ne? Da muss er trinketen, ist instant wieder im Stun. LSD, Boys, LSD. Stellt euch darauf ein, dass wir hier eine Menge rennen müssen. Einfach, wird ganz viele Situationen geben, wo wir einfach, es einfach besser ist zu rennen und zu pillern. Ja. Wie ist das eigentlich? Brauchst du heiltechnisch immer so ein bisschen Unterstützung? Ich will auf jeden Fall Luminescence spielen, falls du das meinst. Nein, ich kann ja auch. Es kommt drauf an. Single Target Damage ist halt immer hart. So das hier. Nimm ich Wort der Helligkeit mal. Gehen in Lock, ne? Ich stun den Ele, okay? Ele spielt Trickgate. Ist dann Ele?
MC Ele. Grüht es dann. Komm, voll auf Hexer. Er hat getriggert. Er hat getriggert, okay. Stormkeeper. Half MC. Wow, 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 Shield ist ab. Ja, ich hab dich. Okay, kannst bleiben. Big Damage auf euch. Ich hau ab, schau ab, schau ab. Muss ich grippen? Ja. Bubble? Scheiße, ja. Alter, was ist das für ein Ding, dann ich kurz sagen, wird das morgen genervt. Okay. Hier. Will das? Ich MC Ele, maybe? Ich geh weg, ich hab Dark Soul. Blind einfach, okay? Nein, ich bin weg. Ich hau mich selber. Ich hab Shadow genommen. Okay. Oh, das Pet kaputt. Okay. Warte, komm hier. Pet ist tot. Ist dann Lock hier? Wollte er auf Lock gehen? Ja, jo, go. Stormkeeper? Kann den Heiler grip. Ja, ist gestunt. Ist weg. Stunning Thorns? Ah, kann ich nicht. Hold into Hack. Ja, das gibt's nicht. Geh weg, ich geh weg. Achtung, geh weg. Geh weg. Thorns down. Hat ich Lock? Thorn? Ich bin nur direkt über dem Hexer. MC. Wir haben einen Stun für den Druiden. Grip ihn hinter die Pillar. Oh nice. Ja komm. Kill. Ich MC ihn nochmal hinter die Pillar. Ich MC ihn weg. Ja. Ich MC ihn hinter die Pillar. Druidrix Stun. Er hat's getriggert. Chaos Ball ist auch hier. Ja. Ich bin unter. Ich halt. Oh nice, bin safe. So, Pet, und jetzt kommen wir wieder herum. Jetzt kriegt er nur Damage. Ich zieh ihn hinter die Pillar. Oh, ich stun ihn hier. Jo, komm, links. Rip ihn ran. Ah, ist direkt. Stun, der stirbt. MC ihn lower. Druid ist stun. Nein, der lebt noch. Der lebt noch. Okay, Pillar. Jetzt ist er down. Genau, lass mich verfluchen. Alles die ist eigentlich super stark. Abendrockflash. Was? Nee. Zuschauer. Achso. Kenn ich länger als Supertrick. Ja. Wird nicht der erste und nicht der letzte sein. Aber irgendwie sagt mir der Name was. Ist das ein Druid-Spieler? Nein, Rockler spielt Hexer. Warte mal, hä? Ach, Lock wird, glaube ich, morgen auch genervt, ne? Oder? Ja, ich glaube, da war irgendwas. Ach, ich müsste nochmal drüber gucken. Auf jeden Fall. Ina hat ein Formel eingeschrieben, ne? Es wird neue Welt, neue Temp, wird auch neue Templates geben, also sprich, dass die Dinge angepasst werden, aber die, find nirgendwo was. Hä? Jetzt ist die Frage, ich habe mal gefragt, wer weiß, wo steht das oder vermutest du das? Überhaupt mal, er vermutet es. Vermute ich prinzipiell auch, dass es machen, weil ich meine, hallo, die meisten haben 29, 30 Item-Level. Wenn der Raid kommt, was kriegst du da? Atlas-Loot, steht da schon drin? Bei meiner Version ist sowieso älter. Du kriegst, glaube ich, 915 Loot plus da drin. Im LFR, wenn ich mich nicht irre. Ich gehe mal davon aus, dass sie das anheben. Jo, Nachtrocklash. Soll ich Grüße von Rocklash ausrichten? Panda. Spit. Könnt ihr Resolute Swaps machen? Ja, können wir machen. Reinkrippen, gib ihm. Versuch den Krieger ein bisschen zu kontrollen. Mhm. Ich spiel da nicht mit Sparring, keine Ahnung. Nee, ich auch nicht. Ich hab die Wall für ihn. Da habe ich lieber die 500.000 mehr live. Die helfen mir nämlich gegen den Ele dann mehr. Dann wir gucken, dass wir Stormkeeper einfach leihen und ich vielleicht in dem Moment den Vari grippen kann oder. Ja, was für ein Cooldown hat das eigentlich? Was denn? Minute 20, glaube ich. Also wir können. Ich würde auch sagen, wir versuchen es zu leihen. Du grippst dann nur für den Warrior oder so rein.
kann nicht stacken, wenn die Stormkeeper ab. Ja, wir dürfen auf jeden Fall nicht stacken, ne. Ja, dann Kettenblitze, damit kann der One-Shotten. Also wir gehen ansonsten auf Ele, also auf Ele so, Hotch, ja. Willst du Vari-Hotchen? Nee, jetzt ich nicht. Ich stand hier, ich stand hier. Ich mach doch, okay. Ja, komm her, ich hotch ihn. Oder? Gehen wir Vari. Ja, Vari, komm. Schau mich erstmal das Load. Dein Grip braucht wie lange noch? Ready. Ich kann noch nicht. Will das? Thorns auf, Vari. Ja. Wall ist ab. Best. Ja. Kannst grippen, wenn du willst, gell? Jo, grip. Hab ihn. Was raus? Insta-Trinket. Das heißt, wir kriegen eventuell beim nächsten Mal. Hab die Shockwave nicht abgekriegt. Big Damage auf die beiden. Ja, komm, bleib jetzt in deinem. Stunt-Krieger hier. Ich hab mich selber. Ah, hab ich Wünsche hier? Ich geh runter. Stormkeeper. Ich hab mich selbst. Grip den Vari. Ja. Stun ihn. Hast du einen Hodge, wenn der Druid rüberkommt? Nee. Der kommt grad. Ich hab den Warrior jetzt gestunt. Hat schon gesagt. Aber ich arbeite daran, dass ich wieder einen neuen hab. Ich perch ihn, bleib drauf, ich perch ihn, perch ihn. Okay, nevermind. Shockwave. Trinket ihn. Battlecry. Wall is up. Ich bin stunned. RMS. Ich bin auch stunned für den Scheiß. Hab gewallt, dann ihn jetzt. Barry. Ist geslowed, weg, ich heil mich selber. Ah, hab wir dürfen nach nie so stehen, wie wir jetzt stehen eigentlich. Ja, hab's inline. Hab den Hex gegrippt. Shockwave. So, alles ab. Jetzt ist er da. Beide Root. Hier. Gehle. Kick. Oh Mann. Alter, was ein Chaos-Spiel. Druiders dann, ja. Rüdiges Load. Stormkeeper gekickt. Alter, ich hab das gekickt, ihr Affen. Und am Ele. Was Freedom? Ich kann grippen, hast du Ready Hodge? Nee. Hat Inline? MC Krieger, gehle. Kann ich nicht. Shit. Dann wäre bereit. Jo. Hab ihn. Oh, Insta, der Trinket ist halt instant. Beide rooted. Eher auf Vari, der hat Dings ab. Sehen, ja. Ich hab gleich wieder einen Notch. Rip den Druid. Ja, hat's dann. Tau da einfach durch, scheiß drauf, ey. Nochmal. Ah, scheiße, Boy. Weg, Stormkeeper. Ich geh ja, nicht stacken. Ja. Wirklich? Deswegen wollte ich ja weg. Bleib da. Ja, aber wenn wir, dann freut er eh jetzt, wenn wir so stehen wie wir. Das Big Damage auf die maybe Wall oder sowas. Und raus mit Insi. Drone. Cheer. Ich MC Ele. Full. Drone auf den Stun. Hab den Hex gegrippt. Der Kick. Bis fein. Komm, schau mal. Stun Ele. Ich stun. Hab getriggert. Hab sein Shear gefaked. Ja. Kannst du grip? Ich hab wieder Ding bereit. Perfekt. 3, 2, 1, grip jetzt. Ich bin selber. Ah, Wall is up. Hier runter. AMS ist so. Hex locked. Hier rechts lang.
Ich entziehe ihn zu uns, ich entziehe ihn zu uns. Okay, dann bearbeiten wir den. Ja. Was kannst du überleben? Hat's dann. Nice. Grip ihn. Fuck. Kann ich nicht grippen. Aber wir hatten gerade eine gute Ausgangslage. Ja. Scheiße. Ich hab wieder mehr Off-Field, weil ich kann mich selber. Life here is down. Mori. Kann den heilen? Ja, mach. Ich hab noch Wall ready. Ja, ist fein. Okay, jetzt kann sein. Für den Moment. Ich kann mich selber. Bitte den Waffen. Wir haben jetzt Trouble. Ich caste auf dich. Ich wall. Ich muss auf dich rain. Okay, fuck, das war Wall. Das war richtig. Will das? Hat Big Damage ready. Bringen wir einen Hauptschock? Ich auch. Ja, du musst nur zigrippen. Hey, grip. Hab ihn. Ja, wie toppt der den Leute denn immer so? Krass. Nochmal kurz. Battle Cry of the Year. Wall is up. Geh runter. Ich habe mich selber. Könnte ich hier sterben? Stormkeeper. Ich route hier. Ja. Ich habe mich selber. Stormkeeper. Ich versuche das zu entziehen. Habe ihn gefaked. Pummel. Beide Kicks. Shockwave. Ah, ich hab Shockwave gefressen. Ich grip den Varima weg hier. Druide, ich guck. Hab ihn, tapp Druiden raus. Hat er overlapped? Ja. Bin am Stamm. Oben Stamm. Ja. Krieg ich die Roots nicht? Jetzt? Ja, bin gut. Kick Damage auf Varima. Kannst du grip? Ey. Schade, ich hab ihn gerade. Geh kurz Shami, weil Iron Bark ihn. Ah, Big Damage auf dir. Du könntest sterben hier. Kannst du erst bubble? Ah, ist gerade scheiße. Ist wieder auf. Ja, weg. Bubble ist dann Wache hier? Ja. Ich hab Slowing, maybe? Ball. Ich hab mich selber. Perch halt die Scheiße. Er hat voll seine Shockwave daneben gehauen. Stormkeeper gekickt. Alter, das muss auf jeden Fall Nerf bekommen. So ein starker Cooler, darf ich so. Hab's. Wings, komm. Ich mach mir jetzt kaputt. Rip den Spurt. Ja. Ich MC ihn low. So, hier, komm hier. Poppt hier auf ihn. Ja. Stand ihn kurz. Remorse ist Winter. Und go, kill ihn. Ja, da ist er down. Alter, die war. Mein Damage, ey. Unglaublich, ja. Unglaublich. 120 Millionen Damage. Guck mal, ich hab den Druiden outhealed. 184 ja. Millionen. Der war noch trinken, gell? Ja, der war noch trinken. Das war ein God-Mode-Play, war das eben. Also, das war God-Mode. Was mit dem MC? Gestunt, gerootet und einfach gekillt. Hättest du den eben nicht mit deinem Tower, mit dem Warstomp gestunt, wäre der hochgeliebt. Ja, hätten wir genau. Hätten wieder verkackt. Das, ja, deswegen habe ich mir gekommen, ich verlängere die Stun-Kette. Der hat, ich weiß, vielleicht habe ich ihn auch innen drin erwischt, ich weiß es gar nicht. Nee, ich habe ihn dann im Lied erwischt. Mit Remorse is Winter. Ah, hast du ihn gestunt? Gerootet, ne? Gerootet. Scheiße. Ja. Du hast gesagt, du stunst, da hatte ich noch 1,5 Sekunden CD auf Remorse is Winter. Das war ja dann wirklich auf die Sekunde genau. Ja. Eine halbe Sekunde länger und da wäre wieder weg. Kriegerteam, Leute, Kriegerteam. Ich bin tot. Oh, Hero Clear. Aber wenigstens kein Dispel.
Meinst du, die gehen voll auf dich? Kann ich mir auch zumindest vorstellen. Ja, oder auf dich, keine Ahnung. Ich spiele auf jeden Fall hier nicht mit dem Insta-Perm. Ich spiele mit der, mit dem, dass ich große Heilung schneller casten kann, weil es halt viel Single-Target-Damage ist, glaube ich. Ja, ich arbeite hier mit Divine Hammer halt. Thomas, Ding ist halt. Na, ich weiß nicht, ey. Was wäre es, wenn wir den ersten Go so machen? Ich grip rein, du hotchst und nur ich zieh Pillar of Frost. Ja, genau. Und beim zweiten hörst du mit. Dann ist der Pali. Also Bubble eventuell schon beim ersten. Keine Ahnung, mal gucken. Willst du ihn grippen dann oder was? Ja, ja, ich grip den Pali. Je nachdem, wie er steht. Also, wenn wir rankommen, schnell genug, kannst du ihn auch so hotchen. Ja, also sprich, wir gehen ansonsten, gehen wir Bori. Ja, ja. Kannst, da ist er doch hin. Kannst, was siehst du? Ah, ja, ich weiß, wo er ist, aber ich. Ehrlich? Er spielt mit der Spellman im Prison. Was gehen die? Ich sehe das gerade nicht. Auf die Gift. Komm mal nicht ran, um den Buddy zu töten. Pali hat Wings up, scrib ihn rein. Oh, nein, ist schon wieder falsch. Das gibt's doch gar nicht. Ja, ist. Aber. Hat mich den. Warte mal, Pali? Achtung, die rapen hier. Chris. Ich bin fein für den Moment. Ja, jetzt hab ich das spell ich sofort, spell ich sofort. Bob mich, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Warum nicht? Ich muss bubbeln. Jetzt. Ich war geblindet. Nein. Sag mal. Ich hab natürlich jetzt. Warte, jetzt Harry? Ich krieg ihn nicht, scheiße. Was Freedom? Pali gekickt. Pali ist done. Go worry. Er hat keine Wall mehr. Eben, deswegen. Boris, Demon hat das gesagt. Ich bin Beast, bin disarmed. Better cry. Ich hab in 5 Sekunden gibt's Freedom für dich. Big Damage auf Barry. Zack. DK. Demon Hunter. Warte, Freedom. Rip den DH zurück. Boah. Worry wieder. Okay, jetzt ist dann. Kann ich noch? Maybe überlebe ich noch. Maybe. Ah, ich bin tot. Nein, ich konnte nichts mehr machen. Pallis dann? Ich könnte den Krieger noch töten. Ah, okay, never mind. Nee, ich habe aber. Oh, jetzt haben sie aber alles gezogen. Nee, ich habe am Anfang zwei Fälle. Ich habe die aus Versehen Senk gegeben. Der Hodge ging daneben und. Der Pali hatte mich geblindet und ich hatte nichts mehr. Deswegen muss ich babbeln, damit ich dir Bob geben kann. Oh, ja, der Go auf den Pali, der muss halt sitzen am Anfang. Der hatte halt schon. Wir haben dann halt auch overlapped, weil du gesagt hast, du kannst nicht. Dann habe ich mich geguardient und hast mich doch noch gebobbt. Ja, dann ging es doch, ja. Da müssen wir halt sehr mit aufpassen, ne? Weil das ja. Nicht die größten Cooldowns, die ich habe. Guardian. Bob. Das darf halt nicht passieren. Gerade gegen Krieger-Teams. Krieger ist wirklich die Klasse, die Holy Beast am meisten fickt. Mit dem Sharpened Blade. Weil meine Single-Target-Heals sind schon so klein. Und wenn er noch ein Sharpened Blade draufhaut, dann kommt er quasi gar kein Halt mehr. So, jetzt haben wir ein richtiges Hero. Jetzt stimmt, jetzt haben wir Hero. Ich hab ihn verwechselt. Ja, Bori ist für mich auch ein Hero. ja, die werden halt auf mich gehen. Das ist ein Way of Crane Monk. Die wollen all in gehen auf mich. Ja, wahrscheinlich. Wir müssen halt da wirklich hochreiten gleich und vielleicht den ersten Go kriegen, sonst. Wir gehen DK, ne? Oder Demon Hunter? Wir gehen einfach DK, wenn er halt AMS zieht oder so, einfach direkt swap. Ja, das sowieso. Behalt dein Freedom noch so lange auf, bis ich es brauche. Weil ich muss dann irgendwann rennen. Nimm DK, Demon Hunter. So, ja. DK. Kannst Kann du grippen? Ja, mach. Ja. Killer. Ist uns dann? Man, das Welt noch ein. Live-Cocoon raus. DK? Darkness, Zone, alles raus. Full MC on Demon Hunter, Full MC. Ihr könnt leben. Ja, okay, gut. Ja.
Geht ein bisschen weg von mir. Ja. Ich kann wieder stunnen. Eisbound. Ready. Ja, auf DH. Eisbound ja. Auf dem Dickel. Ich zone hier auch. Gut. Ja, musst du. Stunning. Shield ist ab. Kickt. Kommt Demon Hunter. Zieh ihn kurz. Ah, nee. Gut. Weil er mich gekickt hat. Kann ich grippen? Ich hatte schon. Imprisoned? Ich trigger das. Ja, ich hab jetzt selber. Lex Sweep, full Lex Sweep. Ich hab dich. Wall. Ach, scheiße, ich kann nichts machen. Erstrauwart. Wall ist ab. AMS, alles. Da ist die Bubble. Wall. Lies, was ist mit Kick? Grip kannst du? Du kannst ihn eigentlich auch so hopschen. Okay, ich hab einen. Demon Hunter hat kein Trinket mehr. Okay, Demon Hunter. Ein Kick und du bist tot, Patrick. Ja. Okay, hat gefällt. Ich hab wieder einen Rail, Komm, Kick. DK. Ich MC Demon Hunter wieder. Geh DK. Monk Stun. Er stirbt jetzt. Hab ich Stunning kurz? Yes, das hat er down. Heißt, hast du den anderen Affen gleich mit? Ja, der hatte getrunken. Hey, dass du den DK mitgetroffen hast. Achso, ja, auch ich hab so lief die ganze Zeit. Der ist der Mann. Ja, der hat ja auch einen getrunken. Das lustig war, ich wollte mir Freedom geben und hab's dem Demon Hunter gegeben, den du übernommen hattest. Schon wieder. Das passiert dir immer, ne? Letztes habe ich am 2 hast du dem Feral einfach Freedom gegeben. Das ist das zweite Mal, was passiert. Ich gibt dem Feral Freedom in meinem Control. Thomas ist einfach zu sozial. Hey. Thomas, du hast die richtige Klasse gewählt. Ja, natürlich. Thomas, klar. Du spielst das per Makro, oder? Ja. Kann's sein, ich habe zwei Makros, habe ich. Ich habe einmal Party 1, Party 2. Ja, Party 1, ja. Party 2. Kann es sein, dass Party 1 dann automatisch der Controlte wird? Keine Ahnung, müssen wir probieren. Was hast du mit Namen einfach? So einfach. Quatsch, ja, nein, habe ich auch. Nee, die Stepp, Quatsch, nein, habe ich auch. Nee, Party 1, 2, da müsste ich ja, müsst ihr mal die Reihenfolge ändern. Nee, ich hab's mit Namen. Das kann ja da nicht passieren eigentlich, dann kann er sagen. Ja, doch, wenn ich Mouse Over mache. Ach so, hast du Mouse Over beziehungsweise, gemacht? Beziehungsweise, ja, verdrückt dann. Schön, ey. Kriegst du den Mind Control und wenn die. Wenn die, ist das so, wenn ja, du letztens die... Letztens auch. Ich hab den Feral MMC und wundere mich so, verdammt, das Gegner, das Team hat doch gar keinen Paladin, die kann den Freedom bekommen, ne? Ja, das sind lustige Momente. Fertig. Nochmal Hero Cleave. Ohne Scheiß. Diesmal mit Pali. Oh, das wird das, glaube ich, lustiger. Ich hab so, what the fuck, Thomas ist einfach sozial für die Welt, ey. Gib dir den einfach einen Freedom. Ich ja, meine, ja, hast du die Leute getrollt. Ne, wär schneller wegcontrollt. Warte mal, früher sind die Priester hingegangen, haben dich mindcontrollt und andere haben dich gebufft. Und dann haben sie dich wieder laufen lassen. Fand ich total nett. So. Haben wir auch gemacht. Ja, einfach die Leute übernommen und dann Buffs gegeben. Und dann wieder laufen lassen. Ich denke, ich spiele Adaption, weil ich habe mit dem Holy Ward immer, kann immer was avoiden. Ja. Ich mache ja auch wieder Cleave. Das sind wieder die, da glaube ich gerade. Hey. Was? Geht nur weg von nicht. Mir. Ich muss casten. Ist dann in Demon Hunter Insta, okay? Er hat schon getrinkt, Hat seinen Pimpen gefällt. Soll ich ihn grippen? Ja. Pally? Spell dich. Hey. Hab ihn. Boah. Ich caste auf dich. Wall ist up. Ich stun beide. Ich krieg die Bob nicht. Ihr müsst. Okay, swap wieder. Freedom. Demon Hunter ist geslowt, ich bin weiter am DK, ne? Jo. Ich kann Pally stunnen. Nice, ich hab den Kick. Hast du Grip? Nee, ne? Ne, ich hab. Ich hab den auf. Ich kann den Pally gleich schon wieder grippen. Hab ihn gestunnt. Okay, dann können wir den Grip gleich rufen. Den nächsten muss ich senken gleich. Du musst den Hodge senken, definitiv. Ja. In Prison? Kann ich nichts machen. Ich guarde mich hier, okay? Guarde dich hier, ist fein. Okay, wieder Pally. Nicht Pally, links. Boah, der kriegt gerade richtig Damage. Hab ihn gefällt. Sacrifice, ich geh die. Geh die Demon Hunter, das ist interessant, der stirbt. Verletzt dann. Kann den Pally gleich kürzen. Oh nein. Sacrifice.
Ich bleib einfach direkt dran. Wall ist ab. Freedom. Ich weiß, dass Patrick tot ist. Nein, vielleicht krieg ich einen Sneaky Red. Passt auf. Oh, das war hart unnötig, ne? Big Pong. Scheiße, man, er hat so viel Damage bekommen. Alter, sind die schlecht. Die haben gerade alles in meinem Feld. Down, alles. Der Pally ist gleich oben, ne? Ich weiß. Du kriegst auf mich selber. Beide Kicks. Ich hab Wall up. In Prison. Ah. Das ist dann. Bubble ist noch nicht da, ne? Jetzt ist er da. Versuch's mal weiter. Könnte sterben. Ich hab noch Fade. Nee, das hat er da AMS von ihm. AMC. Nee, du bist fein, du bist fein. Pally ist oben. Spell dich. Hol mir den Kick. Das bist du dann. Nice, danke dafür. Soll ich poppen? Kann nichts machen, voll imprisoned. Warte, pop dich. Nice. Wie du mich selbst. Das ist eigentlich schon so dumm, dass die noch so Probleme mit euch. Das ist die Bubble. Kickt. Schade. Hart, gell? Ja gut, das ist Holy Priest, ne? Ja. Ah, das war halt unnötig von mir, das war so was von gefailt. Aber guck mal hier, aber DK Damage, ne? Ich muss mir im Forum was sagen lassen, wenn ich der Meinung bin, dass der Nerf nicht so viel ausmachen wird. Dann krieg ich gesagt, Digga, du spielst Red. Und dann so, ja, sagte der, schreibt der Red oder so, ne? Aber hier, ne? Die haben nur Damage auf ein Ziel gemacht. Ich habe die ganze Zeit auf drei Ziele Damage gemacht und der DK hat trotzdem mehr Damage gemacht. Also bitte, was soll das? Ich habe noch Wall gerufen, aber ich glaube, du hast es nicht gehört. Ich hatte nichts mehr. Gott. Ich habe irgend reagiert. Du leckst, Patrick. Lecker. Hab gesagt, ich habe nicht schnell genug reagiert gerade. Was ist das? Ist das Jungle oder was? Mit Beastmaster oder mit Enhanced? Ja, PHP. Ich denke mal, das ist BHP. Oh, okay. mit Beastmaster. Das kenne ich jetzt auch nicht. Ey, weißt du, was ich hier tryen würde? Hard tryen würde? Hm. Ich glaube, ich würde Priest gehen. Das war irgendwo mein Gedanke. Ja, können wir machen. Ich glaube, ich würde Priest gehen. Also direkt durch, oder was meinst du? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht. Dass wir da auf jeden Fall PS bekommen. Auf jeden Fall, das war wahrscheinlich im ersten Go, ja. Ich versuche ein bisschen zu perchen. Ich stun ein DPS. Red brauche ich nicht stun, also muss ich. Der kommt eh raus, ja. Ja, pass mal auf. Das ist wasted. Ich stun den Beastmaster. Okay, lass direkt go. Okay, geh dir vor. Flip den gleich raus. Ja, okay, nice. Stun ihn. Er ist insta. Bob, ist weg. Kannst offensiv bleiben. Ich ihn. Ist geslowed. Hör Freedom auf mich selber gemacht. Stell dich. Guardian ist hier. Er hat keinen Burst gezogen, der Pally. Das war nur Hammer, ne? Ich kann nicht kicken, Patrick. Oh, sein Hotspot kann nicht weg. Okay.
Okay, ich kick ihn. Ah, hat's noch. Ich stun ihn. Rip ihn. Nice, hab ihn geslowed. 4, ja. Ich geh raus. Hard, kein Dispel, kein Abend, 4 Dispel. 4 Dispel. Muss mich poppen, muss mich poppen. Ich hab Schaube. Pop. Sterb hier. Oh. Schade. Was ist dann ihn? Aber warum habt ihr den Priest nicht töten können? Das waren immer so. Keiner. Jetzt aber. Mehr. Ich hab den gebobben, hab ich ihn Bob geklaut. Ich heil noch mit, ne? Ich heil noch mit. Bubble. Da wo? Bubble ist weg, Bubble ist weg, geht weg, red. Ist done. Ja. Jetzt ist er nicht done. Bob dich zur Not oder heilen. Bubble habe ich ja. Ne? Oh Gott, ich bin die Trap gelaufen. Ich hab gedacht, ich hab AMS ready, ey. Lass dich nicht kicken, bitte. Lass dich nicht kicken, der kommt. Nicht Binding Shot. Binding Shot ist beim Hunter. Also, du bist auf jeden Fall gelootet, ja. Links. Stunning. Alles gut. Stunning. Ja, würde ich mal sagen, ne? 3 gegen 2 gewonnen. Geil. Weißt du, wieso wir den Priest nicht down gekriegt haben? Weil er einfach mich einmal Low HP gefaked hat. Naja. Ihr kickt beide zu schnell, ihr müsst etwas warten. Kick. Das macht die Halle nervös. Immer spät kicken, immer spät kicken. Meinst du auch, wenn du so mal casten lässt, ne? So einmal und dann. Ja, wenn du ihn casten lässt auf 80% oder so, das hassen die wie die Pest. Beziehungsweise, eigentlich macht's Heiler richtig nervös, wenn im ersten Cast schon gekickt wird. Weil dann muss er nämlich, dann fängt er nämlich an zu denken, weißt du, beim Casten. Ja. Mirror. Ja. Lul. Mirror Match. Aber mal als komplett Mirror. Ja. Oh, ich lief dann. Voll Cleave. Damit der Priest auch ja was zu tun hat. Ja. Ich denke, ich spiele hier mit dem Knockback. Ich habe zwar noch einen Stun, aber es ist eher wie ein Incap, was gebrochen wird, wenn er Damage macht. Gut, die werden das gleiche machen. Wir gehen auf Red und Palier Ding reinziehen und, ne? Ja. Ja, es ist wirklich ein DPS-Race jetzt, ne? Ja. Er hat Ward schon ab. Okay. Ich mag es noch nicht. Das gleiche. Einfach auslaufen lassen. Ja, er kann es dann nochmal machen, ne? Wenn es ausläuft, hat er es wieder. Ach so, okay. Ja, komm, irgendwann müssen wir anfangen. Der DK spielt ohne Sparring. Ja, komm, geh mal, oder? Er hat's erneuert. Und instant gestunt. Rip ihn gleich. Ja, gestunt. Quatsch. Kann ich noch nicht? Also ich kann jetzt. Ich cast auf dir, Willst du dann beide mal? Ah, da hast du sein Auto-Trinket eben gestorben. Das war ja. Kannst du grippen? Nee, Vengeance hab den DK gerade eben. Kann ich dich holen. Big Damage auf dir, back auf dir. AMC, den bleib drin. Ja, genau in der. Guardian. Wall ist auf dich. Bis dann. Ich hab das von raus. Quatsch, kannst du dich pingen? Ja, hab dich.
Holy Warp. Raiders. Komm, DK, ja. Hab ihn gefaked. Mein Freeze, mein Control. Bubble. Gib dem. Hä, die war schon? Keine Ahnung. Alter Schwede, ich glaub, ja. Ich hab deine Bubble jetzt nicht mitgekriegt. Ich nehme ich auch nicht. Komm hier, kill, stun. Ah, instant ja. Freeze ist da. Ich hab mich schon bereit gemacht, wegzureiten. Ach du Scheiße. Ich hab nicht mitbekommen, dass deine Bubble gepoppt ist, ne? Ich hab das auch nicht mitbekommen, ich muss mir das im Stream dann mal angucken. Dann würde ich hingehen und das noch ein bisschen abboten, dass das passender aussieht, weil so hast du nur so einen abgeschnittenen Fuß, das sieht komisch aus. Haben wir einmal den Priest gehorcht eigentlich? Ja. Ja. Aber der Pally hat ihn halt instant rausgeholt. Bis jetzt, ne, zweimal war er sogar gestunt. Ich, ganz ehrlich, ich kam auch nicht wirklich dazu. Ich meine, ich hätte hingehen können, aber ja. Was denn? Das hat man schon mal gezeigt. Boah, es ist langweilig, nur Frosty Case. Ey, meine Fresse, die Leute. Ja, die nutzen das noch aus. Ab morgen sind sie ja nicht mehr spielbar. Ja, auf jeden Fall. Nicht mehr spielbar. Broken, kaputt. Kriegt wenigstens dann Unholy den Overlord-Buff, oder? Vor allen Dingen, ich habe im Forum, da war jemand wirklich, der hat gesagt, ich kann nicht verstehen, die Änderung ist wirklich nachvollziehbar, ist die erste Season, wo DK viable ist. Ja, das so. Hat man jetzt, das ist in dem gleichen. Wie viele Legion-Seasons hast du gespielt, mein Freund? DK ist die einzige Klasse, die von Season 1 an immer einen Spec hatte, der total broken war. Immer. Entweder Unholy oder Frost. Das ist in dem gleichen weiter, wo ich mir sagen lassen muss, das sag ich als Red gerade. Dass der Frost DK Damage immer noch zu hoch ist. Okay, was machen wir? Tja. Lock ist für Parler-Swaps. Ja, können wir machen. Dann DK Insta. Der DK spielt Relentless. Das sind so Relentless Monks. Willst du vorgehen, Patrick? Mit dem D-Script ist nicht so schlimm. Mal. Komm mir mal ein bisschen Runenmacht schon mal. Er holt Neues, ist fein. Ja, ist egal, ich wollte nur Runenmacht holen. Okay. Ja, dann lass mal Baum machen, glaube ich. Ich bin am Palli. Okay. AMS, Hier Palli ist gestanden. Alles, Hodged. Achso, scheiße, das bist du ja. Moment, kacke. Ja, Sneed. Scheiße, ja, total vergessen. Was ist dann nochmal? Ich hab Lex. Geht wieder. Ernsthaft, Spell. Der war kurz vor der Bubble. Die Pally zu euch Pally hin. Pally gekickt. Ja. MC Pally wieder zu euch hin. Ist mitten im Zerg. Stun Pally. Ist bis. Oh nein. Wall ist ab. Ich war einfach nur nicht. Kann ich hier nicht. Kannst du dich senken? Nein. Du hast Guardian, Block wahrscheinlich. Stun. Block gekickt. Du bist jetzt wahrscheinlich gleich tot. Kick. Alter, warum kriegst du immer so viel Schaden, Thomas? Weil es behindert ist? Keine Ahnung. Das ist boah, überall. Ey. Red zu heilen ist so AIDS, ne? Gold. Komm mal hinter die Pillar weg. Ich töte jetzt gerade eh nichts. Okay, wir müssen Pally Ghost machen, okay? Ja. Gestunt. Hab dich. AMS einfach. Komm nicht weg. Lock und Mind Freeze. Was? Kick den 4. Ich heile mich selber. Boah. Hier full. Kann ich dich holen. Down. Nice. Meine Truppe. Ja, ja, ich muss nur dann wieder rein. Da, 4 ist Mann. Ja, ich hab eben schon eingeschaut. Pally Stun. Bist tot, du musst laufen, ne? So, bin weg. Warte mal, Bubble, warte mal hier, DK. Ich hab auch wieder einen Grip. Ich noch aber keinen Stun.
Wall ist up. Yep. Mein Freeze. Alter, kriegst du Damage, ey. Alter, Red zu heilen ist sowas von mega. Klar, ja, ich hab über 5% weniger Damage dafür, was Survivability, Mobility und so weiter. Alter Schwede. Mein Liebe, mein 2-1-8. Wie ist das eigentlich von den Heilungen bei dir als Holy Priest? Wenn du jetzt Single Target, wenn du jetzt mich alleine heilen musst, ich weiß ja nicht, wie ist die Heilung im Verhältnis zum Diszi? Ja, Diszi hat schon mehr. Okay, gut, dann, ne, dann mache ich nämlich Folgendes, weil ich spiele hier, spiel hier mit Wall. So kann ich aber nichts. Ich kann die probieren, ob das besser ist für Red. Aber das Ding ist halt, gegen andere kommst, ist Diszi halt schwach. Ja, du, nein, das ist doch vollkommen in Ordnung. Ich kenne mich im Holy nicht so aus. Das Einzige, was ich vom Holy kenne, wenn ich an dem dran bin, das dauert eine Stunde, bis der irgendwann vielleicht mal tot ist, wenn ich alleine an dem dran bin. Weil der einfach unglaublich viel heilt. Auf sich selber. Ah, das Gefühl habe ich immer. Das ist wahrscheinlich oben. Meinst du jetzt instanziertes PvP? Oder? Instanziertes PvP. Es dauert ziemlich lange. Ja, das Brett ist nicht so ein Problem, wenn das Dampf nicht hoch ist. Also weil was ich meine, ich habe jetzt mit Wall gespielt wegen dem DK. So, das gut, es verringert halt moderat. Weiß nicht, was haben wir eigentlich Mani gehittet? Haben wir Lock einmal gehittet? Ja. Ja, als er hinten das war. Ding, wir sind so zurückgefallen, weil der Lock mich halt die ganze Zeit durchführen konnte. Ja, das ist halt kacke. Was ich machen wir kann, dürfen, ist... Wir müssen halt nur Pally-Swaps machen, ja? Also wir müssen nicht mainly Pally gehen, sondern einfach nur Pally-Swaps machen. Ja. Was ich machen kann, ist, ich gehe, Patrick, du musst ein bisschen den Tunnel gehen. Du musst ein bisschen sagen, wo es lang... Also, was wir... Okay? Ja, wenn ich nicht... Das mache ich normalerweise. Nur ich muss ja am Ende, war ich die ganze Zeit... Ja, warum? Der ist weniger mobil als du. Nein, er ist mobiler als ich. Nur Freedom weg, fertig. Ja, gut, aber trotzdem, er hat gar kein Freedom. Er sittet im Endeffekt jede Roots bis auf seinen Warp, wenn er da. Ach, wird er warm. Gehen wahrscheinlich auf mich oder was. Gut, ich spiele jetzt wie immer dann. Gecleaved. Hero Cleave. Ich kann hier nicht Wim spielen, es geht nicht. Ey, Thomas, kannst du eigentlich ruhig weiter ansagen, weil ich habe eigentlich die ganze Zeit keine Probleme gehabt, irgendwas zu machen. Ja, klar, weil ja auf dich nichts ging. Oh. Gefühlt wurdest du ignoriert. Oh, ich glaube. Wollen wir DK gehen oder DK? Also richtig hart? Können wir machen. Ah ja. Richtig hart. Direkt mit Wings und Pillar. Ich spiele Dark Archangel, okay? Okay. Rip den nur rein für einen Hodge, ne? Ja. Ach, das sind wieder die von vorhin. Okay, Dark. Der kriegt keinen Schaden, Leute. Und ist gestunt. Bin im Prison. Hab schon AMS, ja. Ja, siehst du, ich hab Rapture auch ab. Ja, dann weiter. Der ist nicht. Warum hat er keinen Schaden bekommen? Er müsste so viel Damage bekommen haben. Ich hab keine Ahnung. Schieß es ab. Kann ich nicht gegenhalten, keine Chance. Cap, Trinket, 4. Stunning. Baby. Alter, ich bin drauf. Ach du, scheiße. Ja. Black Sweep, jetzt hätte ich Senk gebraucht. Ja. Ja. Wir haben gar keinen Ruck gehabt. Von Sekunde 1 an. Wall ist tot. Ganz kurz. Bin im Prison, bist tot. Cat. Bad. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, hat der DK am Anfang irgendwas gezogen oder so? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich hab gar keinen. Eigentlich, ganz ehrlich, ihr macht dann 15%. Wir müssen so floppen, aber der ist gar nicht gefloppt. Ja, das wird wahrscheinlich gewesen sein, weil ich den zum Monk bin und den stunnen wollte. Vorher. Nur dann, ja. Kam das. Ich hatte den ja gegrippt. War ja alles ready. Nee, der war ja weg. Das ist es ja. Also ich weiß das, wenn ich Dark im RMP spiele, ne? Das ist beim Pala, egal welches Target, das ist immer Trinket Wall. Immer. Ja, ich war halt nicht dran, das ist es halt. Das war nur Patrick, weil ich noch auf dem Weg zum Ding war, geslowt war, alles gepoppt und Aber wir hatten noch was da machen. Und warum gehst du da hin? Ich denke, wir haben noch einen DK bei uns im Team. Eben, das ist ja das Problem.
Warum? Das ist genau das, ich das dachte, Gute. Er ist in Reichweite, dass ich ihn einfach so das Ding geben kann und fertig. Ich hab 30 Meter Bane. Also, das hätte locker gereicht. Du brauchst da nicht hin, weil im Endeffekt, ich hab ja gesagt, dass ich Dark poppe. Dark hält ja nicht eine halbe Minute, Dark hält nur ein paar Sekunden. Dark hält ja, genau. Das, eben, das war die Entscheidung schon verkehrt gewesen von mir. Das ist es halt. Der Damage von mir hat fast komplett gefehlt. Deswegen. Das war einfach Wings ohne Run. Der Heiler muss ja eh ein paar Meter rankommen, um zu heilen, dann kann ich den grippen. Weil im Endeffekt, das ist ein All-In-Spec. Den kann ich nur spielen, wenn wir auch das machen, was wir besprechen. Weil ich habe keine Heilung mehr dann. Also mir fehlen dann 30% Heilung, weil ich keinen Archangel habe. Das ist der absolute All-In-Spec. Ja, ist TSG. Die werden mich auch ficken wollen, wahrscheinlich. Ja. Vor allem, das ist halt auch wie so. Wir müssen hier halt eigentlich auch one-shotten. Gehen Frost Decay, ja? Ja. Ja, jetzt kommen wir es, ne? Dann jetzt mal richtig. Kann ich. Digga im Team, kann ich nicht ohne. Stimmt. Ja. Gut, wir können trotzdem drauf gehen. Dann glaube ich nicht zu. Dann glaube ich nicht. Das Ding ist, ich habe auch gerade kein Vim gespielt, weil ich davon ausgegangen bin, dass die auf mich gehen. Ich spiele jetzt einfach mal Vim und das dann gleich bereuen, okay? Okay, Vori dann, oder? Nee, DK war das. Vori spielt Relentless. Alle anderen spielen Trinket. Ich schild euch, okay? Warte. Ja, dann geh mal DK, ne? Okay. Hier kommt der 4. Ich root ihn instant, pop CDs. Killer, ich hab Rap. Hab den Druid gegrippt. Hatte ich instant cloned. Kommt zu nichts. So, jetzt aber. Iron Bark, AMS, geht nach. Ja. Stunning? Oh, bin zusammen. Stun kurz. Ich glaub, Warrior. Hab den Druid gekickt. Kann ihn gleich wieder grippen. DK. Purge den Warrior. By the way, ich purge den Worry, bleib am Worry, ich purge ihn, der hat keine Hots, kein einziger. Ja, der hat teilweise das ja, Harry, jetzt wäre wieder Wechsel. Good, good. Ist das Load? Warte, ist Stunning? Ist das Stun? Ah. Mit Damage, Parry. Nein, hast du Parry drauf? Ja, beides gerade raus. Was beides? Shield of Vengeance auch. Komm, DK. Hat Icebound ab, geh Vari. Okay, ja. Ich hab gleich wieder Stun bereit. Muss nur Bescheid sein. Ja. Kannst du grippen? Kannst du grippen? Ja, grip. Pierst dich, pierst dich. Grip ihn. Ist gestunnt. Pillar hier. Bin voll drauf. Rollst einfach durch. Okay. Okay. Ja, DK. Die haben halt alle, die haben beide nichts mehr. MC, Full MC, Dude. Strongbolted. Hab ihn gestunt. Stimmt, ja, kannst mich kriegen. Ja, jetzt. Komm, DK. Worry, oh mein Scheiße. DK wieder? Wer wieder ein Botch ready oder so? Nein. Wall ist up. Stun kurz, Worry. Gut. Nice. Botch wäre bereit. Big Damage auf DK. Ah, ich hab jetzt keinen Grip. Okay. Keinen Grip. Komm, Worry. Voice geslowed. Wie lange braucht der Grip noch? Killer? Noch 7. Okay, ich geb DK. Dann Grip. Ja, mach. Stunning kommt, DK weiter. Der Wilson alles. Hat Instant Trinket das wieder. Down. Worry. Barriere hier. Gut. Ich hab Grip wieder. Ja, ich Grip. Stun voll. Nice und faster. Ah, ich bin disarmed. Wieder. Ist geslowed. Von MC DK. Von MC. Worry.
Was ist mit Script? Buddy? Ja, komm. Ah, er hat mich instant weggegrippt. Ist dann ihn? Er hat mich dann weg. Ich komm. Ah, das ist jetzt scheiße. Ich bin nicht dran, ich hab keinen Damage. Ja, bitte. Boah, das rip den Druid nur kurz. Ja, gut, okay. Okay, ist wieder weg. Bin raus. Worry. Ist dann beide. Stunt, Wind, Clone. Ich kann Worry wieder stunnen. Ich will meinen Mana nicht wasten. Ich kann Worry das, Ding wieder stunnen, kannst du grippen? Nein. Okay, DK, Worry. Shield is up. Ich hab keine Cooldowns mehr, ne, by the way. Wall is up. Jetzt kann ich grippen. Ja, mach. Du musst Wall, du musst Wall, Patrick. Patrick, ja, mach Wall, Wall ist ab. Halt gegen. Ich glaube. Disarm. Aber geht der Druid auch immer noch? Ah, der ist wohl. Okay, ich kann ihn gleich wieder stunnen. Ja. Stun ihn, go, go. Grip ihn, aber ich grip ihn. Grip ihn. Rapture. Ah, instant weg. Komm, DK, ich hab Wings und alles. Put ihn. Ah, das ist the Wall. Worry. Hat halt auch wieder Wall, würde ich glauben. Ist Pillar? PS dich. PS dich. Kannst du grippen? Nein. Nee, erst noch 3. Ich hab PS genutzt. Oder was meinst du? Okay. Jetzt kann ich grippen. Battlecry. AMS. AMS. Cool. Ist tot. Oh. Ich bin halt auch oben. Was denn? Der Damage. Hab nicht auf dem. Du hast 97, ich hab 90, der DK 80, der Warriors 60 Millionen. Boah, wenn der Druide 174 Millionen geheilt und Chris 116. Alter Schwede. Das war schon krank. Ist das dein Gefühl Holy eher besser oder Disty? Ja, ich weiß es nicht gerne. Also gegen sowas ist Disty ohne Frage besser, weil du lebst einfach. Aber gegen die ganzen Spellcleaves, aber die wir jetzt irgendwie heute nicht so oft hatten, ist Holy natürlich besser. Eigentlich ist Priester für die kommt nicht der beste Heiler. Das kann sagen. Eigentlich wäre Shaman zum Beispiel der bessere Heiler, aber da habe ich halt Safe Rival, da will ich jetzt nicht mitspielen. Nee, ist ja voll in Ordnung. Und ansonsten, ich weiß nicht, Monk ist so eine Sache. Du hast halt, ja, weiß ich nicht. Der Red, ich finde, das ist kein guter Heiler für Red, weil Red floppt einfach nur so und keine Ahnung, was man Priester besser. Druide wäre eigentlich der beste Heiler für die Comp, aber da habe ich halt weniger Rating als ihr. Da habe ich 16,50 oder so. Ui, das macht wenig Sinn. Was habt ihr denn jetzt für ein Rating? Muss mal gucken. 18,26, nochmal ein bisschen gedroppt von, also vom Anfang. Moment, ich muss gucken. 18,43 hatte ich. Ich habe 18,52, also ich habe hochgespielt. Ja, ich habe auch hochgespielt, aber. Ist das so ein Hin- und Her geswitche? Ja, es geht hoch. Geht hoch. So also, ich hab jetzt, also mit 18, 42 hab ich angefangen. Ich hab angefangen mit 18, 8. Nee, 41 war es so. 18, 8 und war 18, 43 höchstes jetzt. Ah. Wann fängt die neue Season an? Morgen? Mittwochmorgen um 3 Uhr müsste das, glaube ich, sein. Ja, jetzt. Dann wenn die Server runtergefahren werden. Ach, wenn die okay, runtergefahren werden heute. Zwischen 5 und 6. Ja, also im Prinzip. Wann geht die neue Season los, hast du gesagt? Direkt danach. Oder? Direkt danach. Direkt. So, eigentlich. Ja. Okay, zwischen 5 und 6 werden die Rams neu gestartet. Also, wisst ihr Bescheid.
Okay, die Season endet um 3, also. Wollen wir hier Dark spielen? Können wir machen. Meinst du einfach den Warlock rapen dann, oder was? Ja, aber dann müssen wir auch wirklich drauf sein, ne? Ja, und, können wir machen. Ja, und ich gucke guck halt, dass ich den Palli gegrippt kriege, ansonsten einfach durch, voll fertig. Ich halt wenigstens Wings poppen oder sonst was. Ja. Wall von Crusade Inc. Also ich renne hier durch, ne? Das ist ja schon klar. Bis wir das durch? Gate kriegen. Ja. Nix dann und so weiter. Einfach durch, pop alles, was da hast und. Ah, das Gate krieg ich nicht. Hab ich instant gerutscht, hab dich. Figured 4. Dark. Komm, gib ihm. Ich komm nicht dran. Der ist nicht hier. Ach, du Scheiße, ich komm zu nichts. Dest das 4? 4 gedest. Kann den Pally grippen. Warum machen die eigentlich keinen Damage? Ja, ich komm zu nichts. Ich komm nirgendwo dran. Ich bin nur warum? Du hast doch gar nicht gezählt. Du hast doch gar nicht großartig gezählt. Was hab ich? Du hast doch gar nicht gezählt. Ich war geslowt. Ich komme nicht voran. Kein Meter. Ich bin auf dem Weg zum Hexer gewesen und bin nur geschlichen. Ich hab in 20 wieder Dark. Ja. Pally kann nicht stunnen, ne? Ich kann ihn hinter. Grip ihn jetzt. Er hat mich doppellockt. Er hat doppellockt. Wir müssen rennen. Er hat ja irgendwie den Hodge. Du bist tot. Kick. Alter, ich kann die CBs nicht kicken. Ich sei da tot. Ich kam nicht dran. Der Deagle hat mich geslowt, Thema erledigt. Ja, ich konnte nichts mehr machen. Sank hatte ich. Nee, konnte ich wieder. Aber wir haben wieder kein Damage gemacht. Ja, ich konnte nicht. Ja, ging nicht. Ich war am Graben, bin geslowt. Das Thema erledigt. Freedom war weg. Fertig. Jamaica's of Freedom gehen. Wofür nutzt du denn dein Freedom? Ja, weil ich geslowt war. Was soll ich denn machen? Soll ich einfach. Ich bin drauf vorgeschlichen. Dann sagt ihr mir Dark an, wann ihr dran seid, okay? Weil macht keinen Sinn, dass ich mein Dark waste, wenn ihr nicht dran seid. Ja, weil es ja, ich war dran. Ja, eben, du wurdest doch nicht. Entweder nicht geslowt oder bist mit Ravwalk durch. Ich wurde gerootet wie du und dann habe ich einfach Ravwalk genutzt. Ja, das kann ich nicht. Ich mache Wings und Freedom war weg. Hat er das gepurged? Ja. Da war keiner, der purgen konnte. Das muss man nochmal angucken. Also ich habe Freedom genommen und es hat nichts gebracht. Ich bin geschlichen. Hast du vielleicht dem DK, dem Lock Freedom gegeben wieder? Geht ja gar nicht. Dann müsste ich dich flamen, weil du ihn übernommen hast, wenn Patrick dran ist. Nee, man weiß ja nicht, wie das so. Ja, so sozial bin ich jetzt auch nicht. Der Warlock hat ja auch wieder mit Pet gespielt. Kann sein, dass das Pet das einfach random dispelt hat? Naja, nein, ich muss es mir angucken. Ich kann es ja echt nicht sagen. Also ich tippe wirklich darauf, dass du dem Block das Freedom gegeben hast. 100%. Ist doch ein Arsch. Weil, du hast gesagt, ey, nee, scheiße, aber kann ich nicht machen, weil, ey, wir haben Dark Archangel ab und so, ne, und der kann jetzt nicht einfach sterben. Ich geb dem Freedom. Komm, ich geb dem Freedom. Mann, ich geb dem Freedom. Meld an, du Babble. Das hätte ihm aber nichts gebracht, er war hinterher gestunt. Aber was ist. Warte mal, wird Destro eigentlich auch genervt? Nee, wa? Boah, ich hoff's doch. Nein, Destro gelöscht. Gelöscht? Das wäre noch besser. Die müssen eigentlich nur den Spell nerven für die Big Balls, also für den Big Balls. Die Kies werden aus dem Spiel entfernt, habe ich gehört. Warte mal gucken. Ach, nix, will ich wahr. Destro kriegt. Ja, der kriegt einen Nerf für die Einäscherung. Verursacht jetzt 3% des maximalen Gesundheitsschaden. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir jetzt nochmal mit einem anderen Heiler probieren? Oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hab einfach im Gefühl, die ganze Zeit halt Holy besser gepasst hat. Also geklappt hat. Ja. Eigentlich schon, ne? Einfach wieder Holy, dann ist alles gut. Hoffe ich immer. Cancer is finally over. Okay, why? Playing to 2.7 with 3 chars, not having 100 students, call me Charity Bob. Okay. Das ist natürlich AIDS. Hast du Gladi Rating? Hast du keine 150 Wins? Ja, brauchst du 150 Wins für Gladi, habe ich auch gelesen. Ah, oh, fuck me. Das ist halt schon krass für solche Leute, die halt, keine Ahnung, einmal die Woche 3-4 Games queuen auf dem Rating.
Und mittlerweile brauchst du für die anderen Titel 50, oder? Ja. Kannst du wieder Q? Ja, aber ich schreibe gerade eine Nachricht. Da gehe ich schnell pinkeln und was zu trinken holen. Mhm. Oh, dieser Druide, der ist schon ein Depp, gell? Bitte? Ach, der G-Sax oder wie der heißt. Also im gleichen Beitrag, wo der DK am Anfang geschrien hat, dass das mit dem Weibel. Das ist der gleiche Beitrag. Da Thomas, jetzt skillst du bitte hier mal Guardian Spirit, damit du in Bärform kannst und so. Ja, und rasende Regeneration und alles hab. Oh, dann brauchst du ja dann eh nur was Schwäch. Das macht nicht viel. Rasende Regeneration. Das ist auch überbewertet. Das rettet dir für 2 Sekunden den Arsch. Naja, ich meine, angeblich soll es ja 50% von dem Damage wieder herstellen, den du bekommen hast innerhalb der letzten 3 Sekunden, aber irgendwie merke ich da auch nichts von. Ah, ich weiß. Ja, ich habe immer so ein Gefühl, auch wenn die Druids nicht in Bärform noch Barkskin und alles mögliche, halt einfach. Soll ich nicht mal irgendwie in einen anderen Heiler kommen oder so? Ja, ich weiß nicht. Das ist nicht wirklich. Dann müssen wir die Gruppe mal gerade auflösen. Chris hat wieder Lead. Hat's nicht hergegeben. Probier morgen. Keine Ahnung. Nice, da geht schon jemand Marx. Oh. Beautiful. Oh, beautiful. Oh. Ja. Mark. Uleck. Ich will für Open PvP den scheiß Umhang haben, den der andere DK eben hatte. Warum? 100% mehr AMS Absorb und jeder Damage, der rein gedrückt wird, healt dich. Oh, Angel Cleave. Shadow Raven. Machen wir Hodge into Incap. Auf Ja gut, Incap ist blöd, weil wir halt doch AE haben, beide. Ich Incap ja den Healer. Ach so. Ja gut, der Pali kann ihn nicht rausholen. Also wir gehen Shadow. Ich kann den Shami hotchen, der wird dann rausgeholt, dann kriegt er Incap, da ist er voll drin. Also wie du möchtest. Das können wir auch ran. Genau. Fertig? Chris? Ah, der Red wackelt. Ja, ich bin. Achso, ja, ich warte. Ja. Jetzt, warte.
Ja gut, ich will jetzt nicht alleine daran. Ah ja, komm hier, jetzt ist der Shadow da. Ich kann durchreiten zum Shaman. Ist geslowt. Ist dann in Shaman, sobald ich kann? Shaman in Cap. Ah. Shaman in Cap. Ist fertig. Ist dann beide drin. Burst. Das Burst und Link. Bin kurz Shami. Ja. Kali ist da. Kick ihn. Shami gekickt. Ah. Bleib. Running Grip. Mit Mind Control voll. Kannst kicken? Nee, ne. Lass wieder Shadow gehen. Ja. Hier. Hat den Line. Und Kali ist da. Ich kann Shami stunnen. Kann grippen. Ist gestunnt. Ist Bubble. Oder Wall ist ab. Ja. Noch nicht. Jetzt ist er da. Ja, pick Andy. Hab dich. Pick Damage Shadow. Low is burst. Ist tot. Das war scheiß gut. Naja, ich hab ja den MP safe gekickt. Lol, hat er die Bubble schon raus? Der Palli. Ja. Vielleicht hat er nicht mit Autobubble gespielt. Ja, oder so. Einfach so sick, was wenn an der mich gebombt, ne? Weil ich nie mehr ganz da, ne? Insta-Kokun, sag ich nur. Insta. Da könntest du meinen, der hat Leder an, ne? Ey, da denkst du dir gar nichts an. Das fühlt sich an, ohne Scheiß, das fühlst du an beim Heilen, als wenn du nackt in die Arena gehen würdest. Mit null Trades, mit null Equip, so fühlst du dann an. Das ist einfach nicht heilbar. Ja. Insta-Kokun, zwar eine halbe Minute später auf Speise. Bubble. Ohne Scheiß. Nicht schon wieder. RIP Thomas, RIP Thomas. RIP. Ja. Rest in Peace. Oder Christian, Rest in Peace. Kann auch sein. Was? Weil du immer so viel Damage kriegst. Achso, ja, ich kann auch. Ja gut, hier muss ich mit Ward spielen. Nee, Chris hat eben gesagt, es fühlt sich an, als würde er nackt mit dir in die Arena gehen. Achso. Ja, oh. Interessant. Ja, Thomas, Mann, bist du. Du bist ein Ork. Ohne Scheiß, Mann, da träume ich sogar von dir. In die Arena zu gehen. Albträume. Ja, Albträume. Er spielt ja Ring of Peace. Obwohl es ein Useless geht. Ein Frosty-Kay, ne? Ja, ich spiele Frosty-Kay, ja. Ich spiele trotzdem Ring of Peace. Ist Useless. Ich spiele trotzdem. Ja, gut, aber da hast du wenigstens einen nicht an der Bocke von zwei. Okay, gut. Boy, DK da, ne? Und Schwede spielt. Was machen wir wegen DK? Gegen DK. Ja. Ja, komm, gehen wir hin, oder? Wahrscheinlich, wenn du vorgehst, bist du vielleicht gegrippt. Da werde ich gegrippt. Ja, wenn ich gegrippt werde, habe ich ein Problem. Ich krieg gleich in die Fresse, du irgendwie nie. Hilla? Ich zieh aber auch. Ja. Kann den grippen, den Heiler. Wall ist ab. Fertig. Heiler gegrippt. Hab ihn. Ist raus. Ich geh wieder. Insta Trinket. Ja, geh wieder zurück. DK. Vielleicht kommt der Grip. Shield ist ab. Ich hab da nichts mehr. Voice is loud. Bin auf der Rechte. Ja. Geh wieder rein. Jetzt wieder DK. Ballister. Ja, okay. Stun beide. Ah, ich hab wieder Grip ready. Moment. Ja. Ah, scheiße. Ja, passt doch. Passt. Warum hat er mich nicht noch ein? Ich kann mal Grip. Links. Bin wieder worry. Kick den Charm. Charm gekickt. Ja. Ich kann ihn gleich stunnen. Ich slow ihn. Hat Inline. Okay. Ja, ich zieh Pillar. Spellcrack. Ich cocoon dich insta. Okay. Ich bin raus. Warte, ich stun ihn. Der stirbt. Oh, schön. Oh,
Ich ziehe AMS. Brauchst du, glaube ich, nicht mehr. Och. Ja, aber ganz spät noch ziehen können. Ich habe meine Wings übrigens aufgehoben. Ja, aber auch gut, ja, weil ich nicht dran kam. Ist okay, konntest du nicht watchen, aber dein Slow ist halt. Hast du mit dem 8 Slow gespielt? Nein, ich spiele immer mit Ranged dann. Weil er war dann geslowt und ich stand neben ihm, hab dann Pillar gezogen und du danach Hotch Wings passt. Ich geh mir ganz kurz einen rauchen, ja? Hab ich schon lange nicht mehr gehabt. Alter, ich bin jetzt mit, ich weiß nicht, was wir gerade am Punkt gekriegt haben, aber mit 2 Wins wieder fast auf dem besten Rating, das ich hatte. Ja, 19.04 ist Rival momentan. 19.04. Ja, noch sagen wir 70 Punkte. Hätte ich safe. Bei Thomas ein bisschen weniger, ne? Wie viel hast du, Thomas? Moment. Ich habe jetzt 18.63. Okay. Bin sofort zurück. Geht schnell. Könnte schon längst wieder da sein. Gleich mal flehen. Ja, Thomas, ne, irgendwie so ab, sagen wir mal, keine Ahnung, ungefähr 1900 MMR. Musst du so langsam fit sein. Ja klar, Patrick, wir haben gestern auf 2070, 80er Rating gespielt. Das hast du sofort gemerkt. Ich, keine Ahnung, es ging gestern überhaupt nicht. Das war unglaublich. Ich habe insgesamt 100 und, was hatte ich, 55? 129 Rating runtergespielt. Ja. Wir hätten es lassen sollen. Kevin hat mich gefragt, habe ich gemeint, Kacke, Scheiße und so weiter. Bla bla bla. Und halt sagt man, ja gut, so Tage gibt's halt. Hat die Tage irgendwann auch mit dem Schami mal gezockt gehabt oder so, auch irgendwie zum Hochspielen. Fünf Spiele hintereinander verloren, Rage Quit. Aber halt dann aufgehört, damit du nicht noch weiter tust. Wir haben ja gestern, ich habe jetzt allein diese Woche 61 Spiele gemacht und habe jetzt nur 30 gewonnen. Und vorher waren das gewesen, was weiß ich, 25 gespielt und davon 19 oder so gewonnen. Oder 20, nee. Irgendwie sowas, das war unglaublich viel mehr. Das Chris hat halt wieder richtig abgesuchtet, ne? Na, ich glaube, alleine mit seinem Druid hat er vorhin gesagt, 120 Games und wir haben Dienstag. Ich bin mal gerade AFK heute. Wenn die neue Season anfängt, dann warte ich erstmal mit Qn. Ja, weil bis die ganzen hoch. Ey, weil gewöhnungsgemäß, erfahrungsgemäß so, versaue ich mir meine kompletten Stats immer in den ersten 2 Tagen komplett. Ja, weil halt jeder hochqt, ne? Ja. Wenn du dann keine Mates hast, dann triffst du halt wieder die ganzen Kladdies und so unterwegs. Thomas AFK? Ja, kurz. Ja, einen Tag, 2 warten und dann kann man gemütlich wieder anfangen zu queuen. Muss auch überlegen. Weißt du, wenn Thomas jetzt noch ein Alt hätte, was er natürlich nicht hat, könnte man dann auch nochmal danach mal was anderes queuen. Irgendwie. Was weiß ich, LSD oder mit deinem Ele irgendwas oder mit deinem Worry irgendwas. Aber Thomas? Hat er noch keinen. Ich hab mir schon überlegt. Hast du mal Bock, deinen dann. Hast du keinen Bock drauf, was er gesagt hat. Was denn? Du hast keinen Bock, deinen Charmy Resto zu spielen, wenn ich mal ein bisschen Demon da spielen kann. Oder? Irgendwie mag ich Resto schon, nee, nicht. Reh. Reh. Okay. Skippen geholt.
Du hast Kippen geholt. Nein, hast du Kippen geholt oder was? Nee, ich hab nur einen gebraucht. Ja, mach das. Also, mach einfach laut! Nein, es geht nur darum, du wirst extrem laut. Ja, Entschuldigung, es ist halt immer ein schönes Spiel. Ja. Du kennst das gar nicht, gell? Gut, dann solltest du mal, ne? Was meinst du, Sabrina mal sagen, was sie meint, wie du rumschreist, wenn die 2K aufpoppen bei dir dann irgendwann? Na, das werde ich nicht machen. Ich werde mich unglaublich freuen. Aber nicht lauthals, wie es andere machen. Dafür ist es mir nichts zu wichtig. Ich bin erstmal aufgestanden, ein bisschen rumgehopst und bin direkt in das Elite-Set kaufen gegangen. Ja, das kann ich ja nicht. Das geht ja nicht. Ja. Aber halt in 2 Seasons oder so kannst du es ja kaufen. Für Ensembles. Kriegt man dann die Elite-Teile auch in BGs? Und wir dann halt im ja, glaub schon, ja, klar. Weil irgendwie muss man ja, okay, irgendwie muss man ja dann die Elite-Dinger sammeln zum Einschmelzen. Ach, was gehen wir eigentlich? DK oder Shami? Geht nur nicht, komm nicht zu mir immer die ganze Zeit, bitte. Killer? Kannst du crippen? Crip ihn. What? Cypher ist weg. Das voll schön. Bash. Auf dich. Insta Bubble? Nein, noch nicht, okay. Noch nicht. Ja. Down gelockt. Wall. Ja, ist ab. Crit ist gestunt. Winket den Claw. Get ruled gerade. Shit. Ich kann ihn nicht crippen. Ich bin kurz DK. Ja, ich auch. Ich hau mal ab hier. Kommt doch nicht immer zu mir, bitte. Ich krieg jetzt jeden Kick hier gleich. Okay, gut. Boah, ist das Damage, Mann. Ja. Sheared, tot. Okay, das war kacke. Ja, das passiert, wenn man halt zu mir läuft. Dann krieg ich halt jeden Scheiß. Was ist dein Kumpel hier, Thomas? Was ist mein Kumpel, wer? Winter X, das ist nö, keine Ahnung, kenn ich nicht. Ihr müsst weg von mir laufen, in Leinwand aber weg von mir laufen, weil. Kriegt dann immer die Kicks. Ich glaub, das ist der Punkt. Auch so gerade, weißt du? Wir spielen eine Comp, die super aggressiv spielen muss. Aber was machen wir am Anfang? Wir pillern wie eine Pussy. Wir müssen direkt Go machen, weißt du? Wir müssen direkt Vollgas Go machen, ohne russische Verluste. Die freuen sich, wenn wir dann schön zusammenstehen, der Pillar, der poppt direkt Stormkeeper und haut dann erstmal voll die Lightning Flashlights da rein. Und das ist genau das Spiel, was sie wollen. Das nächste Mal gucken vielleicht, ob wir nicht Ele sitten können. Ele war ja so recht low. Ele war ja recht low, ja. Eigentlich. Ja, ich war ja auch drauf. Pally grippen, wir machen hier Pally Swaps, okay? Ja. In DK mainly, also wenn wir swappen, dann halt auf Pally. Ich überlege, soll ich komplett Cleave spielen oder nicht? Ja, spielen wir die rein, Hammer. Das macht halt gegen keine kommt mehr Sinn als gegen das hier. Also gegen den ganzen. Ja, Wenn sie alle zusammen sind, auf jeden Fall. Wenn sie zwei sind, ja, es ist ja immer so der Melees. Wenn er noch Avenging Crusader spielt, dann kannst du davon ausgehen, dass alle sogar zusammen spielen. Ich überlege auch gerade, ob ich dann. das bringt nichts. Ob ich dann Wall vielleicht. Nee, das bringt. Doch, nee, das ist ja kein physischer Schaden. Wieder Thomas, du pillerst wieder. Ja. Ich bin in. Rex stunned. Killer. Disarm. Bubble. Alter, das macht keinen Spaß, ohne Scheiß, Mann. Red ist so AIDS. Feared, trigger das. Stun hier alles. Alter, Mann. Wall ist up. Geh weg von mir.
Stone Bolted, kein Trinket, kannst nicht tanken. Ja, jetzt. Nice. Wall ist up. Stone hier. Meine Top. Zieh die ein bisschen weiter weg von mir. Kann der Party wieder grippen? Ja, mach, mach, mach. Wenn du kannst. Auf ihn. Insta-Cocoon. Das ist laut, das ist die Bubble. Das, Habt ihr den Grip? Ich porte den. Double down. Killer. Baller gekickt. Ich hab Bob, muss ich dann nutzen. Bob dich jetzt, Bob dich jetzt, Bob dich jetzt. Spongebob, Bob. Auf dich. Ich kann Pally wieder stunnen, ja? Air Grip. Hab ich. Hat nichts gepackt. Baller hat eigentlich nichts mehr. Kann ihn halt nicht kippen, aber weil. Battle Cry, kannst du noch parryen oder so? Ja, parry habe ich noch. Ich bin DK, ich bin DK. Worry. Stormbolt. Ich geh DK dann wieder. Und DK stirbt. Sacrifice. Ball ist dann. Guck mal, tot. Ach, das 2K-Set war hübsch, oder? Alle. Hätte ich eigentlich auch haben können. Hätte ich mich nicht ganz so doof angestellt. Ein Spiel Zeit und dann hätte ich es gehabt. Kannst du nur aus der aktuellen Season dann holen, oder was? Ja. Da das ist ja ein anderes einmal. Jetzt. Season 5 ist ein anderes, also Season 1 und 2 ist das gleiche, Season 3, 4 und 5, 6 und 7 ist das gleiche. Schaden, Chris Thomas, ne? Das ist so krass. Das ist echt. So, wieder, aber diesmal gleich ja, diesmal direkt voll Cannonbau machen. Direkt Ele, Dude sofort grippen into Hodge. Und dann Dude Swap machen, okay? Warte mit deinem Freedom noch bis Pony, bis der Ele dich Knockback hat. Sonst machst du 10 Sekunden gar nichts. Aber wenn der DK mich slowt, mache ich sowieso nichts. Oder der Shami, dann muss ich halt laufen. Ja, am Anfang ist es ja egal. Solange du noch keinen Burst gezogen hast, ist es scheißegal. Dann brauchst du halt einen halben. Ich bin halt immun gegen den Knockback gleich im Opener. Ja, ich weiß. Killer, ne? Ja. Hauptsache automatisch, ne? Ja. Also alles mit bei. Hell nie. Also ist direkt durch Shami auseinanderlaufen, ne? Komm, go. Das ist egal, der hat mich nicht mal in Eisketten gemacht. Slow ihn. Capacit. Nice. Flip ihn instant. Killer? Killer? Muss carry. Kann ich nicht. Jetzt hab ich. Guck in den ersten Go, guck in den ersten Go. Ja. Sorry. Geht hier wieder Ele, oder? Ja, lass wieder Ele gehen. Hex kick. Vollwirbel, geh raus. Ja, danke. Gutes Dun? Okay. Oh, nice. Voll Hex. Egal. Nice, ich bin wieder auf Ele. Okay. Hab ihn hier gecapped, den Dude. Ich werde jetzt hier maybe. Mist, Stone. Ist bell dich. Halt nur an. Ich hab Wall up. Shield arranged up. Komm mal, hab wieder gefunden. Grip, hast du ihn? Ja, hab ihn. Hey, big damage, big ist. Nochmal Stun. Shell hier noch.
Das ist ja. Wall. Wow. Könntest sterben. Nein, Bubble ist noch. Dieser gammlige Tauchen-Warstomp, der ist einfach Gold wert. Das ist eine Sekunde dann nur noch. Ja, das reicht ja. Reicht aber dann zum Schluss nach deinem Hodge einfach. Ah ja, klar, der hält 2 Sekunden und das ist, wenn der Hodge kommt, dann ist der nächste Stand ja nur noch 50%. Und der Stomp hält 2 Sekunden und so hält er dann nur noch einer. Aber so ist der dann 7 Sekunden lang gestunnt. Daher. Er kann sich ja gar nichts machen dann. Gut, wenn die jetzt, wenn ich jetzt Blut wäre, wäre in Silence gekommen. Könnte gleich genauso wenig was machen. Jetzt wird's halt wieder AIDS, ne? Ach du Scheiße. Vor allem hier die Arena dann auch noch, ne? Wo er den Knockback hat. Okay. Wie gesagt, benutzt dein Freedom und deinen Pony mit Bedacht. Ich denke, dass ich hier Relent spiele. Okay. Jetzt gehen wir hier, gehen wir Boomy, ne, oder? Würde ich auch sagen, oder? Wenn er Inkern hat, dann wollen wir versuchen zu leihen. Ja, müssen wir. Müssen wir nach unten am besten gehen oder so? Bei Stormkeeper auch? Ja. Da halt irgendwas haben zum direkt wegkommen. Ja, der ist er schon. Ich bleib unten. Kommt halt nicht ab. Stormkeeper ist ausgelaufen. So, wollen wir Eule dann? Ja. Okay. Ah, rein hier. Also ich hatte jetzt gerade deinen Stun geblinkt oder? Nein, ich hab noch nicht gestunt. Wir können auch auf den Heiler gehen, ja? Hab ihn? Dann. Nochmal ein Stun. Gut. Alter, und sowas richtig einzeln. Nein. Kein Kommentar. Oh. Alter, hat der Relentless gespielt oder was? Ich hab keine Ahnung, der ist doch rausgegangen. Der hat ja nichts gehabt, ich habe ja den Hodge nicht verwendet, weil ich kam ja nichts dran. Ich war ja unten ganz am Anfang die ganze Zeit. Die Eule ist ja dann weg. Du hast gegrippt, die Eule hat Ding benutzt, wie heißt's, Displacer Beast, ist dann an der Seite runtergesprungen. Der Charm D.E. ist auch weg, also... Das ist halt schon Fail, wenn er Displacer spielt. Das ist schon total Fail. Oh, Cave C. Charmen. A lot of damage, guys, a lot of damage. Hä? KFC ist das? Ich dachte, das ist ein Feuermage. Nee. KFC ist Hunter-Krieger. KFC ist einfach, das heißt Kung Fu Cleave. Ah, ich dachte Kentucky Fried Chicken. Deswegen Eule, Feuermage und Heiler, so kannte ich das. Ja, Mandy Hunter gehen. Ja. Und Schamenswaps machen, harte Schamenswaps machen. Also richtig hart. Ja. Mit Anlauf. Anlauf statt Gleitgel. Genau, dass er direkt kotzen muss. Auf noch 2 Würfel. Hunter, also direkt go und dann Hunter, okay? Ja. Also hier. Wenn ich mich Hunter bewegen will. Ich hab jetzt Freedom für mich genommen. Freedom Hunter. Weiwan. Ich hab dich. Full Half-Hex. Sunny. Ist fein. Wall ist up. Hast den Shami nicht gestunt, ne? Nein. Hunter kurz gestunt. Ich kapp hier Shami. Was ist die Turrets? In der Bori? Aber das ist okay, wir haben alles jetzt. Ja, mach.
Zustand ist ein Cooldown, ist ein Cooldown, ist ein Cooldown, ist ein Cooldown. Vorsicht, Leute. Vorsicht, sind Cooldowns, ne? Wall ist ab. Ich gucke nicht hier, okay? Ja, okay. Maybe AMS. Abi AMS ist kein Race. Spyman. Hab dich. Spyman, nice. Komm. Okay, ich bin Rory gerade. Bocke. Hunter wieder. Dann. Hast du Parry noch? Nee, ne? Nein, in 5 Sekunden erst. Ich, hat mich lockt, hat mich lockt. Scheiße. Hex. Chummy stun. Bursting Shot. Das ist Trouble. Das ist Trouble. Das ist Trouble. Das ist Trouble. Wall up. Warum sind wir eigentlich wieder zu viel Chummy? Wir machen Chummy Swaps, Leute. Machen wir haben doch wir jedes Mal. Ja. Ja, aber wir müssen Hunter gehen. Der macht zu viel Damage, Mann. Du bist tot. Okay, wieder. Bock dich, bock dich, bock dich, bock dich. Krieg mich. Global. Ich hab Wall gerade gezogen. Wir haben einen Chummy-Swap gemacht. Ja, wir aber wir müssen halt nur Swaps machen, nicht sitten. Nicht sitten, sondern Swaps machen. Ja, Swaps, weg, wieder Hunter. Und ich kann Hunter nicht connecten hier. Ganz eben, ich konnte, konnte auch kann nicht mehr connecten. Gucken. Also war ich dann Wavi. Ja, ich nämlich auch. Dann war Hodge und Ding war bereit. Grips, dann gib ihm. Und der war halt die ganze Zeit, der war low gewesen. Wir haben ihn runtergekloppt und dann waren wir natürlich noch dran. Ja, das Ding ist aber, Hunter, der zerfetzt dich einfach. Red, du musst dir vorstellen, du bist wie ein Teddybär. Ich weiß. Du, musst sanft behandelt werden. So, wenn du nie sanft behandelt bist, platzt du einfach. Ja, das spätestens im zweiten. So, deswegen müssen wir da DPS gehen. Der kann dann stehen bleiben und kann seinen Aimshot-Cast die ganze Zeit auf dich machen. Ich kann nichts dagegen tun. Ich kann das auch nicht gegenheilen. No way. Hier muss ich sogar fucking. Du solltest übrigens fester und schneller auf die Tasten hauen, dann heilst du nämlich A schneller und B mehr. Ja, wahrscheinlich. Ich kann hier nicht Wimp spielen, glaube ich. Ich kann hier nicht Wimp spielen, geht nicht. Die mechanische Tastatur hält das ja aus. Nee, glaube ich auch nicht, wenn du einen swap. Aber ich spiele Way of the Crane, weil die haben so viele Stunts und Scheiß. Ich mach ne eventuell. Burn Relentless. Wir haben ja Sank. Meinst du? Ja, wir gehen Demon Hunter. Gegen Demon Hunter hier. Ja. Ähnlich. Grippen Jude. Ja. Watchen ihn. Maybe kann ich das Trinket dann von ihm wegsweepen. Ich sollte mal aufmachen. Was? Demon Hunter und dann Swap auf Druid und. Gegen Demon Hunter. Ja. Swappen. Aber wir swappen nur auf Jude, ja? Wir sticken, wir bleiben nicht auf ihn, sondern wir swappen nur ganz kurz auf ihn. Cap hier. Ich wäre soweit, ja? Hey. Ja. Gut, Grip. Ist dann. AE ist dann. Darkness. Hat Insta Trinketed. Er ist nur. Ist fertig. In Prison. Vorsicht. Wall ist up. Ich bin am Worry gerade. Ach ja. Er hat alles ab jetzt. TK. Ich hab Stun wieder bereit. Ja. Jetzt. Hier. Fertig. Jetzt kannst du. Hab ihn. Oh, okay, jetzt wieder raus. Demon Hunter wieder, ne? Ja. Bin in Prison. Battle Cry. Wall. TK. Nee. Demon Hunter wieder. Komm hier, pop. Demon Hunter. Bomb ulted. Ja, disarm. Kann wieder Grip. Ich noch nicht. Jetzt kann ich. Okay. Hab ihn. Barkskin ist raus. Tick. Ja. Don't worry. Ich walle. Was free. Jawohl, stirbt jetzt. Was Freedom. Hat den Line. Den kriegst du nicht geslowt, ey. Den Stun ihn einfach mal. Jetzt gekriegt 910er Brust, als ob ich die noch brauchen würde. Zu einschmeißen. Ja. Ich hab mir vorhin einen Haufen Items geholt, ey. Wieder nix dabei. Habt ihr jetzt ein Rating?
1871. Ich will es dir eigentlich schon gar nicht sagen, sonst kriegen wir wieder runter. Ich auch nicht. 1891. Mein höchstes Rating im Dreier. Ja, siehst du mal, mit uns geht das schon vorwärts. Ja, wenn du nicht. Ja, wenn du mal aufhören würdest, Freedom immer auf die mind-controllten Ziele zu machen. Ja, wird nur öfter gewinnen, ne? Das sind Momente, die sind halt einfach blöd und er lacht mal drüber. Das ist ja auch lustig. Vor allem, wenn du dann trotzdem gewinnst. Muss man überlegen, ich habe heute Morgen Maldiva-Stream geguckt, ne? Rank 1 Push. Ey, die haben sich in jedem Game eigentlich totgelacht. Die haben so viel Scheiße gebaut und das auf 2-6, 2-7. Wir haben es halt trotzdem mit Humor genommen. Ich spiele ja auch Way, okay? Ja. Gehen mainly Ele, aber ich popp dann auch erst auf Pali, okay? Das war eine schnelle Bubble kriegen. Mhm. Grip, also Pali dann reingrippen, ne? Oder? Ja. Also direkt durch zum Ele. Gleich Mitte hoch und. Ele. Ja, kannst du schon hotschen. Ja. Killer? Hotscht. Okay, poppen hier. Wow. Wall ist ab. Shield ist ab. Oh, Bubble ist raus. Fick dich. Auf den Cast. Stun ihn. Shami. Okay. Cap hier DK. Okay, Ele gehen, ja? Ele gehen. Ja. Ich hab nichts mehr, gell? Alles raus. Ich geh. Ich muss Keeper. Muss weg. Ich werd wahrscheinlich gleich getrippt, sag ich doch. Stun DK. Bin gleich tot. Ja. So krass, ne? Das war nur übel. Schon mal überlegt, zu rewallen für eine andere Klasse? Niemals. Boah, ist das krass, ey. Wir haben ein Go und du musst bubbeln. Alter. Wir haben eine Glaskanone. Ja, ich hab's nicht. Eigentlich kann ganz mehr, ehrlich, eigentlich ist Red gar nicht viable in dem Mini, weil er einfach zerfetzt wird. Ja, bedank dich bei Blizzard. Das ist ja das, was ich bei der Argumentation nicht verstehe. Red Eule oder was? Nee. Oder Red Ele von mir aus, das könnte man spielen, aber. Du kannst auch Red Mage und Hexer spielen, das geht auch. Das, du musst es halt viel üben. Ich wollte sagen, du kannst halt theoretisch alles spielen, du musst es halt üben, ne? Ja, das hat. Nee, oh, Walking Dead. Nee, es gibt Kombos mit dem Red, die gehen schon. Also, es gibt in Legion schon viel, viel mehr Kombos, die funktionieren, weil du einfach jetzt mal. Du machst einfach mal konstanten Schaden ordentlich. Das ist es halt. Weiß nicht, sollen wir hier mal Monk tryen irgendwie? Einfach direkt Karma forcen versuchen? Ja, ja. Vor der Kanne? Also trotzdem, Grip Hodge auf Pali, dass der ja. Trinket. Aber Vollgas auf den Monk, weil wir können eigentlich die Karma poppen und durchpressuren, oder? Ja. Ich kann dir dann auch Bob geben, das ist nicht das Thema. Oder dir selbst. Ja, je nachdem. Relentless. Es kann sein, Thomas, dass du, wenn wir Triple Leg Sweep sind, dass du trinketen musst und nicht senken musst, sonst bin ich tot. Ja. Ich spiele Relentless hier. Okay, also wir gehen dann so, an sich gehen wir auf Monk, ne? War das? Voll durch. Ja. Monk. Freedom. Hey, ich grip gleich den Faller instant. Grip ihn. Grip. Kann ich's mal raus. Warte das. Dann ihn. Boah, hier. Guck alles mich. Raus. Warte, ich pop mich. Pop. Hab ich raus. Faller ist unten. Hat Bubble genutzt. Kick Parler. Okay, stun ihn. Ist im Stun. Voll. Kill den Monk. Monk ist down. Komm, Pali hat keine Bubble mehr. Ist das sowas? So müssen eigentlich unsere Ghosts aussehen, ne? Ja. Pali ist raus. Ja. Ja gut, die haben jetzt nicht damit gerechnet, dass ich die Bock benutze. Nee. Garantiert nicht. Der DK war ja auch gar nicht an mir. Wenn der DK noch an mir dran gewesen wäre, die ganze Zeit hätte ich wahrscheinlich ein riesiges Problem gekriegt. Weil dann weiß ich nicht, ob die 20 Sekunden gereicht hätten für die Bubble dann. Eigentlich müssen wir das immer machen, eigentlich diese Monk-Scheiß-Ghost mit Parler. Ah, die haben halt nix. Wir müssen da gar nicht, wir müssen da wir gar haben nicht ja, wir haben ja eben, gehen. Haben ja eben dadurch
dass ich dann noch einen Triple Freeze gekriegt habe auf alle drei, mussten die auch noch bubbeln, weißt du? War halt gar nichts. Hättest danach alles killen können, wenn der Monk nicht gestorben wäre. Das machen wir jetzt immer bei Walking Dead. Ja. Einfach den Monk hart auf die Fresse hauen. Hör auf, das spricht sich rum, dann gehen sie ins Forum jammern. Da kann man nicht mehr bobbar machen, ne, oder so. Ja, dann wird die Bob noch so abgeändert, dass es, pff, keine Ahnung, dass man nur noch 20 physischen Schaden und 20% reduziert. Ja, genau. Und wieder 5 Minuten hoch. Spiel Ring of Peace, auch wenn's. Ja gut, der Worry kann nicht immer rausging. Ja. Kannst Bladestorm, aber bei den ganzen DK-Slows überlegt sie sich jetzt zweimal, ob er in den Ring rein Bladestorm. Und ob er es dafür überhaupt benutzt, ja. Ja, meine ich ja. Nur für Kill dann halt. Aber wir gehen dann mainly wieder DK, ne? Ja, und swappen Jules. Kann den Insta grippen? Moment. Okay, bleib drin. Kannst du grippen? Ja, Bladestorm schon. Oh, Wall ist kaputt. Ja, Wall ist kaputt. Ja, das ist halt ein System. Flash, Trinket. Oh. AMS. Warte, ich mach beide. Voll. Hast du irgendwas ab? Ich eben, Chris. Was denn? PC, nee, oder? Ich hab ein Bash bekommen, den ich getrinketet habe und hab den dann geparat, aber du warst schon tot. Ich hab ja im Endeffekt nichts mehr gehabt. Musste ja Thomas wieder im ersten Go gut buchen. Oh, Icebound AMS. Oh, dem hab ich auch noch gedrückt. Moment, ich geh erst raus. Er ist so krank, ne? Ich muss jedes erste Go von dem muss ich sofort Kukun nutzen. Und selbst instant tot. Ich hatte nichts mehr für dich. So, jetzt noch selbst mal. Wenn ich gewollt hätte. Ich habe noch Belebung benutzt, das ist dieser Instant-Gruppen-Heal, aber es ist... Ja. Kann sammeln. Ja. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Bob gegeben. Hätte zumindest vom Warrior richtig Ruhe gehabt. Ach. Ei. Was? Sag Ei. Ei. Was, wenn du was gewusst hättest? Nein, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Bob auf Patrick benutzt. Dann hätte was zumindest gewusst? Vor dem... Ja, dass du ihm da jetzt nicht helfen kannst. Ja, wie gesagt, die Kugun war ja auf dir. Ich konnte nichts mehr, hatte nichts mehr für ihn. Also wie gesagt, das können die so machen, dann werden die auch immer gewinnen. Die können auf dich gehen hart, die forcen auf jeden Fall Kugun auf dir. Und dann können die einfach Patrick gehen und dann haben die auch die Kugel von Patrick. Ich dachte eben AMS reicht, also hätte ich das... Ich dachte jetzt nicht, dass der Barry, dass die mich so schnell runterdrücken durch die AMS, dass ich da eck... Ja, ich war nur eine Sekunde im Bash, ja. Hab den Insta getrinketed, weil ich gesehen habe, dass du gefloppt bist, hab den Jude noch gecapped, damit ich nicht cloned, und dann in dem Moment warst du schon tot. Ja, das stimmt. Ich hab das noch gesehen. Weil ich nämlich gerade sagen wollte, ich sank dich, hab ich auch dann, aber du bist so schnell, also das konnte ich nicht mehr. Ich spiele hier Ray. Ja, Eule, ne? Oder Eule, ne? Ja, Eule. Insta-Cap auf den, Kannst du gritten? Komm, go! Full Clone, by the way, Trigger. Komm, geh wieder. Clone. Dann gehen wir eigentlich mal, Alter. Oh, bin erstmal gewirbelt voll. Okay, das war mein, Hab ihn. Vollmond gekickt. Und grad nicht hin. Den Heiler. Vollmond geht durch. Bin Rootbeamed. Freedom. Ja, konnte nicht. Headlong full. Alter, ihr seid immer Eule und stoppt den Clown nicht, Mann. Doch, hatte ich doch. Nee, ich hatte Full Moon, ich hatte Full Moon gekickt. Und dann konnte ich halt natürlich den Clown nicht stoppen. Bin stunned. Into Hex. Kurz. Ich hab Inline. Geh mal hier. Resto. Ja, wir sind stunned. Wirbel, bin raus. Griff ihn. Fuck, Das Load. Oh, weg. Down, full. Ich bin weg. Ich heile dich, Patrick, ich Was ist er jetzt, Mann?
Dann. Hex. Ah, ich brauch schon Faked of Word. Ja, ich krieg dann. Wir müssen zurück. Ich bin Rootbeam. Freedom mich. Ja. Ich kann nur rennen. Oh, dead. Thanks. Shield is up. Ist verloren. Ach nee. Keine Ahnung. Gegen sowas haben wir einfach keine Chance. Wir können ja Insta rausgehen. Insta. Oh, ich muss auf mich machen. Ich weiß nicht, was wir da machen können. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir haben einfach so viel CC für mich, ich kann einfach nicht einen Cast rausbekommen. Du kannst doch halt einfach fixst irgendwas, dann frisst du in der Zeit irgendwas anderes. Das Problem ist halt natürlich, wie sollen wir das alles stoppen? Wir sind ja zusammen an einem Ziel. Das Einzige, was Patrick eben machen kann, er kann sowas grippen. Dann haben wir natürlich halt, ja, und das Problem ist halt, in dem Fall macht der Nächste dann was. Ja, wenn wir in der Eule sind, kann die Eule nicht wirbeln, weil das kriegt sie in der Regel gekickt. So, der Ele kann aber dann kicken, kann aber dann hexen, der Heiler auch, wenn er Zeit hat. Ja, grippst ihn. Oder ich kann ihn stunnen. Das ist die andere Möglichkeit, geh mit Trinket raus, der andere kann weitermachen, das ist halt scheiße, ne? Weil es kommt ja keiner von uns einfach mal so an irgendein Ziel ran. Früher hast du Range Kick, hast du den eigentlich noch, Patrick? Ah, ja. Warum Medi-Cleaves sind so spaßfrei? Also ich hab nur noch Mind Freeze, strangulieren habe ich nicht mehr. Naja, das weiß ich, dass du den Mind Freeze hat halt 5 Meter Range. Wie viel? 15 Meter. Meistens steht halt einer von denen so weit da an der Arsch, der sonst. Eben, das ist es halt. Oder ich darf da nicht Wave spielen und muss halt den normalen Zweck spielen, nur ich glaube nicht, dass das gegenheilen kann. Mit den oder dass ich halt Insta um bin, oder recht schnell um bin. Müssen wir halt das nächste Mal machen. Aber jeder muss halt eine Comp haben, gegen die er ein bisschen alt aussieht. Nee. Das ist ein Frostmage. Boah. Die können ja alles killen, ne? Die können ja literally alles killen. Ich hätte prinzipiell gesagt, wir gehen noch einen Mage. Ja. Oder wir gehen Monk und wir machen einen Harten Lore. Wieder, ja. Gut, dann ist mit den Schieben und mit Wirbel ist halt damit das schwierig, ne? Dann wieder Karma, Insta, boppen. Ja. Soll ich mit Wall spielen oder nicht? Das ist wahrscheinlich doch besser. Aber wir dürfen nicht auf Monk sticken, glaube ich. Wir müssen dann schon Mage gehen, wenn wir im ersten Go. Also wenn Mage bei uns ist, würde ich sagen, ich überlege, ob du den Mage dann einfach grippst. Ja. Ist vielleicht besser als ein Swap auf Druiden. Und direkt Holz. Ja gut, okay. Capped into Polly. Ne, das ist Icy Veins, sind Veins. Polly half. Ja, der Wall schon alles. Ja, Bubble ist raus. Wo ist denn Thomas? Hat nichts gelockt. Mage. Ah. Kannst du grippen? Hab ihn eben schon gegrippt. Scheiße. Analyse. Ich cap hier Dude. Und den Poppen, grip ihn. Das ist ein Block. Geh mal morgen. Mage ist da draußen, Druid kommt auch nicht weg. Druid ist dann. Kann den Polly nicht stoppen. Ich auch nicht. Stun ihn hier gleich. Ah, ja. Das in der Scheiße. Leg Sweep. Kann nicht selber nicht machen. Alter. Ich cocoon nicht hier, okay? Okay. Bin am Mond. Ah, bin cloned. Ich stoppe Re.
Ich bin am Flash. Oh, scheiße. Ja, hab dich. Grüht es dann? Kann den Pauli nicht stoppen. Pauli? Steh mitten unter. Kannst du wie stoppen? Ich komm jetzt nicht raus, nicht. Komm nicht kann raus. Ich stoppen? Verdammt. Hab ihn gelockt. Nein, tot. Zu spät. Lass aufhören, ey. Jo. Ach, Mann, das macht keinen Bock. Echt nicht. Gegen so Noobs zu verlieren, hasse ich voll. Oh, nee. Ah, oh, meine Fresse, ey. Nee, das, boah, das macht echt keinen Spaß. Die waren so schlecht, ne? Wirklich, der Monk hat mich geincapped und der Mage pollt mich DA zweimal. Der hat mich dreimal versucht zu pollen, obwohl ich beim zweiten Mal schon DA war. Alter Schwede, ey. Das tut mir dann wirklich weh. Boah, nee. Vor allem, ich frisst dann halt auch jeden C1 Monk, ey. Kannst du nicht shiften oder so, gar nichts, oder deathen. Kannst du auch nicht. Ich bin auch zu weit von meinem Port weg, weil ich den Port immer, falls der Monk auf mich macht, recht weit am Anfang stelle und dann recht weit davon wegspiele, damit ich dann halt weit, also Distanz bekomme, wenn er auf mich geht. Ja, ich kann halt nichts machen, gar nichts. Ja. Aber wir haben halt auch nur einen Range Kick. Ich habe eben den Reed zu stoppen, aber im Moment kamen die Fists gestunt. Machen wir Schluss für heute? Ja, müssen wir morgen nochmal probieren. Hä, morgen nochmal probieren? Morgen ist das Wochenende. Achso, ja. Na gut, dann mach ich den Stream aus. Patrick, willst du noch 2K versuchen, oder? Yeah, we'll see.